Ich möchte jetzt hier nochmal kurz sagen, wie in dem heutigen Video auch, wenn ich jemand entbanne, ist damit nicht immer gleich alles vergeben. Das möchte ich jetzt hier auch nochmal sagen. Einfach friedlich bleiben und gut ist. Ja, die betreffende Person kann sich denken, wer entbannt ist. Eigentlich ist sie über 2 Jahre gebannt gewesen. So, mir ist es egal, soll sie gucken, was sie will. Und wenn sich ihren Musch, also eher gesagt, in ihrer Perle da kraulen muss, weil sie mich sieht, ist es halt so. Ich habe mir gesagt, die Dinge werden sich sowieso nicht ändern und die gute Frau wird es sowieso nicht lassen. Ich kann machen, was ich will. Ich sage hierbei nur kurz gesagt, wenn sie nicht auffällt, so wird sie auch keinen Krieg mehr anfangen. Heißt, wenn sie friedlich schaut und nicht negativ auffällt mit irgendeiner Scheiße, ist mir das egal. Fällt sie negativ auf, fängt sie damit sofort wieder den Krieg an. Ihr habt es alle gesehen und es ist wirklich so. Ich sag es nur. Es ist jetzt allgemein nur gesagt, ich möchte einfach meinen Frieden finden und auch meine Ruhe genießen. Und deswegen hocke ich auch manchmal mit anderen auch im Discord rum. So wie jetzt auch gerade, wie ihr gerade sicherlich sehen könnt, und spiele gerade für mich ein bisschen, ja, Nintendo, um einfach zu entspannen, weil ich auch demnächst ins Bett gehen werde. Ihr seht es, ich bin müde. Ich habe jetzt heute wieder mehrere Aufnahmen gemacht zum Thema SGB 12 und ja, wie das halt ist, wenn man da nicht rauskommt. Habe dazu noch ein Video gemacht. Ja, nicht nur ein Video gemacht, wie das halt ist, wenn halt Dinge festgestellt werden oder ja, wenn Behörden nicht richtig arbeiten. Guckt euch auf jeden Fall die Sachen an, es lohnt sich. Bis dann, ciao.